Dieser Dr. Tumblety fühlt sich eher zu Männern als zu Frauen hingezogen. So viel ist sicher. Der Arzt hat also eine Pistole. Und er würde sie vielleicht benutzen, um von jungen Männern das zu bekommen, was er will. Der Größe nach zu urteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Dieser Verriegelungsmechanismus sieht ziemlich ungewöhnlich aus. Was denken Sie, Watson? Sehen Sie, Holmes, das sind die Namen der Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs. Mal sehen. 5 Verriegelungen mit jeweils einer 6-stelligen Zahlenkombination. Ich habe den Eindruck, dass die Datumsangaben zu den Schlachten gehören, Holmes. Aber eine fehlt. Ich habe den Eindruck, dass die Datumsangaben zu den Schlachten gehören, Holmes. Aber eine fehlt.
elementar. Das ist ja entsetzlich, Holmes. Dieser riesige Koffer enthält 4 Glasbehälter, in denen Organe schwimmen. Watson, können Sie spontan sagen, um welche Organe es sich handelt? Ich würde sagen, das sind Teile von weiblichen Fortpflanzungsorganen. Sind diese Präparate frisch? Nein, und da bin ich mir ziemlich sicher. Der Farbe und dem Zustand nach zu urteilen, würde ich sagen, dass diese Organe seit mehreren Monaten, wenn nicht gar Jahren, in diesen Glasbehältern aufbewahrt werden. Falls dieser Brief für unseren Arzt bestimmt war, scheint er ein Veteran des amerikanischen Bürgerkriegs zu sein. Zurück in die Baker Street. Ist jemand hier? Ja. Was ist los, Finley? Sie sind ja kreidebleich. 2 Polizisten waren hier und wollten wissen, ob eine auffällige Person hier war. Der Whitechapel-Mörder hat wieder zugeschlagen. Und wenn ich mich nicht verhört habe, hat er in den letzten Stunden 2 Frauen ermordet. Wo? Das weiß ich nicht. Die Polizisten haben mir nichts gesagt. Schnell, Holmes, wir müssen ihnen folgen. Auf keinen Fall, Watson. Mr. Finley, wissen Sie, ob der Arzt außer diesem riesigen Koffer noch weitere Gepäckstücke auf seinem Zimmer hatte? 1 oder 2 Koffer, glaube ich. Kümmern Sie sich um die Wäsche dieses Arztes? Meine Frau wäscht die Kleidung und Laken der Mieter einmal die Woche. Wären Sie so freundlich und würden uns so schnell wie möglich Bescheid geben, falls der Arzt wieder auftaucht? Sicher. Ich befürchte nur, dass er nicht wiederkommen wird und die Sache mit dem Schlüssel ärgert mich. Holmes, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Der Whitechapel-Mörder ist just in diesem Augenblick ganz in der Nähe. Und wir schlagen hier Däumchen drehend Wurzeln. Der Whitechapel-Mörder ist die ganze Zeit in der Nähe. Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Zum Tatort bzw. zu den Tatorten gehen, uns zu den Schaulustigen gesellen und die Spuren noch mehr verwischen? Nein, unsere Zeit wird kommen. Kehren wir zurück in die Baker Street. Zeit, in die Baker Street zurückzukehren. Trautes Heim, Glück allein. Wir waren wenige Minuten vor dem ersten Mord nur etwas mehr als 50 Meter vom Opfer entfernt. Wir hätten sogar die Stimme des Mörders hören können. Und trotzdem sitzen wir seit einer Woche nur untätig herum. Sie sitzen untätig herum, Watson. Ich für meinen Teil habe gearbeitet. Und wie Sie wissen, habe ich diese Woche durchaus genutzt, um an die verlässlichen Fakten dieser 2 Mordfälle zu gelangen und sie zu überprüfen. Lesen Sie meine Notizen und versuchen Sie, einen Überblick zu bekommen.
Ich habe Ihre Notizen wieder und wieder gelesen. Kann ich nicht irgendetwas tun? Ich langweile mich und... Finden Sie einen Schlachthof, den wir für eine Stunde alleine nutzen können. Und dann geben Sie mir Bescheid. Welches Tier ist, physiologisch betrachtet, Ihrer Meinung nach uns Menschen am ähnlichsten? Das Schwein. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt gefragt habe. Beschaffen Sie ein Dutzend Köpfe frisch geschlachteter Schweine, Watson. Aber keine großen Köpfe, sondern eher kleine. Vielleicht von Säuen? Genau, Watson. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sich darum gekümmert haben. Ich möchte, dass Sie in Whitechapel suchen. Wer weiß? Vielleicht erfahren Sie mehr darüber, wo sich Dr. Tumblety versteckt halten könnte. Außerdem gibt es in dieser Gegend nicht gerade wenige Schlachthöfe. Was für eine dumme Idee, Holmes nach einer Aufgabe zu fragen. Wo in Gottes Namen soll ich finden, wonach er verlangt? Vielleicht kann mir die liebenswürdige Lucy weiterhelfen. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich muss zu Madame Bella. Ich muss zu Madame Bella. Guten Abend, Lucy. Aber stimmt etwas nicht? Guten Abend, Dr. Watson. Ja, mein Onkel, er weilt nicht mehr unter uns. Mein aufrichtiges Beileid, Miss. Danke, Doktor. Aber was führt Sie hierher? Kann ich etwas für Sie tun? Meine Frage mag Ihnen merkwürdig erscheinen, aber wissen Sie zufällig, ob es hier in der Gegend einen Metzgerladen oder Schlachthof gibt, in dem Schweine geschlachtet werden? Ja. Fletcher kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Er besitzt einen kleinen Metzgerladen, nicht weit von hier. Fletcher war Stammkunde bei uns. Aber Madame Bella wollte nicht mehr, dass er kommt. Solange er nichts gegen seine schlimme Krankheit unternimmt. Können Sie mir seinen Laden auf meiner Karte zeigen? Sicher. Wissen Sie etwas über die letzten zwei Morde? Gott sei Dank nicht. Die Frauen hier in der Gegend haben entsetzliche Angst. Wer ist als nächstes dran, fragen Sie sich alle. Auf Wiedersehen, Lucy. Vielleicht bis zum nächsten Mal, Doktor. Ah, da ist Fletchers Metzgerladen. Wegen Krankheit geschlossen. Wenn der Besitzer krank ist, dürfte der Laden leer sein und er erlaubt mir vielleicht, ihn zu nutzen. Wo könnte der kranke Metzger sein? Ja, wenn Fletcher krank ist, muss er hier sein.
Abend, Dr. Watson. Guten Abend, Dr. Gibbons. Ich bin gekommen, weil ich gerne wissen würde, ob zufällig ein gewisser Fletcher zu Ihren Patienten gehört. Ein Metzger, der seinen Laden wegen Krankheit geschlossen hat. Eine Krankheit, die man sich bei nächtlichen Abenteuern einfängt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Fletcher gehört zu den Dauerpatienten dieses Hospitals. Er wird mit Quecksilber gegen Syphilis behandelt. Eine Nacht im Bordell, den Rest des Lebens im Hospital. Er hat London vor 2 Wochen verlassen, um sich in der frischen Landluft zu erholen. Warum interessiert Sie das? Ach, nur so. Eigentlich interessiert mich eher sein Laden. Wissen Sie, ob er den Schlüssel bei Verwandten hier in der Gegend gelassen hat? Er hat keine Verwandtschaft, aber könnte dem Katzenfutterverkäufer Hardeman den Schlüssel gegeben haben, damit er im Laden nach dem Rechten sieht. Sie haben geschäftlich miteinander zu tun und sind gute Freunde. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Nein, aber gehen Sie einfach durch dieses Viertel und achten Sie auf sein Piep-Piep. Er kommt übrigens oft hier am Hospital vorbei. Suchst du etwa nach mir, Schätzchen? Eigentlich nicht. Ich suche nach Hardiman, dem Katzenfutterverkäufer. Du suchst Hardiman? Den armen Hardiman? Um diese Zeit ist er noch woanders unterwegs. Deswegen kann ich noch ein bisschen durch die Straßen schlendern, bevor er auftaucht und mit ihm alle Katzen aus der Gegend. Wissen Sie, wo er wohnt? Klar, und für ein bisschen Kleingeld verrate ich es dir vielleicht. Hier ein paar Münzen. Wie nett von dir, danke. Zurzeit wohnt er mit seiner Mutter in der Hanbury Street, im gleichen Haus, in dem Dark Annie abgeschlachtet wurde. Warum haben Sie ihn Armer Hardiman genannt? Weil er trauert natürlich. Erst vor ein paar Wochen ist seine Frau gestorben und 3 Monate vorher seine Tochter. Der arme Kerl. Er war völlig fertig und hat sich sogar an meiner Schulter ausgeweint, ob du es glaubst oder nicht. Thank you.
Wissen Sie, wo er wohnt? Klar, und für ein bisschen Kleingeld verrate ich es dir vielleicht. Hier ein paar Münzen. Wie nett von dir, danke. Zurzeit wohnt er mit seiner Mutter in der Hanbury Street, im gleichen Haus, in dem Dark Annie abgeschlachtet wurde. Warum haben Sie ihn Armer Hardiman genannt? Weil er trauert natürlich. Erst vor ein paar Wochen ist seine Frau gestorben und 3 Monate vorher seine Tochter. Der arme Kerl. Er war völlig fertig und hat sich sogar an meiner Schulter ausgeweint, ob du es glaubst oder nicht. Gut, ich muss los. Ich muss in die Hanbury Street.